Emmanuel Macron und Marine Le Pen liegen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich vorn. Ersten Hochrechnungen zufolge kommt Macron auf gut 23% der Stimmen und Le Pen auf über 21%. Der Unabhängige und die Rechtspopulisten treffen damit in der zweiten Runde am 7. Mai in einer Stichwahl aufeinander. Der ebenfalls zu den Favoriten gezählte konservative François Fillon und Linksparteigründer Jean-Luc Mélenchon kommen auf jeweils etwa 20% der Stimmen. Erstmals in der Geschichte der 5. Republik ist damit kein Kandidat aus dem Lager der Konservativen oder der Sozialisten in der Stichwahl vertreten. Die Wahl gilt als richtungsweisend für die künftige Europapolitik Frankreichs. Macron und Le Pen stehen hierbei für völlig entgegengesetzte Modelle. Ex-Wirtschaftsminister Macron will die EU und die Eurozone vertiefen und die partnerschaftlichen Beziehungen zu Deutschland ausbauen. Le Pen wirbt dagegen für einen Frexit, also einen EU-Austritt, und die Rückkehr zum Franc als französische Währung. Insgesamt waren fast 47 Millionen Staatsbürger zur Wahl aufgerufen. Schätzungen zufolge könnten bis zu 80% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben haben. Die Abstimmung fand angesichts der Terrorgefahr und der hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund 50.000 Polizisten und Gendarmen sowie rund 7.000 Soldaten waren im Einsatz.